In Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen wurden vor kurzem Studiengebühren wieder abgeschafft. Nun beginnt auch Horst Seehofer in Bayern dafür zu argumentieren, zumindest die Frage aufzuwerfen, ob Studiengebühren sinnvoll sind, und sagt, sie müssen überprüft werden. Setzt sich jetzt da auch langsam in der Union vernünftige sozialdemokratische Politik in Sachen Bildung durch? Ja, es ist ja kein Zufall, dass in Nordrhein-Westfalen, in Baden-Württemberg und demnächst in Hamburg die Studiengebühren wieder abgeschafft werden. Warum? Weil dort Sozialdemokraten jetzt an die Regierung gekommen sind. Und wir haben uns in den 90er Jahren geprügelt fast schon mit der Union. Überall wurden Studiengebühren eingeführt, da wo die CDU und die Landesregierung kamen. Aber hat es wirklich die Situation an den Unis verbessert? Nein. Wir halten das für ungerecht. Wir halten sie für zusätzliche Hürden, die wir nicht brauchen. Und deswegen sage ich klipp und klar, ist das ein sozialdemokratischer Erfolg, dass jetzt die CDU auch auf den Trichter kommt? Freut uns natürlich, wenn die auch Erkenntnisse haben, die wir schon seit Jahrzehnten haben. Was dennoch irgendwie auffällt in der Debatte um Studiengebühren nach wie vor, ist, dass es trotzdem immer noch so eine klassische Kosten-Nutzen-Rechnung in wirtschaftlicher Hinsicht bleibt. Also diese Debatte hat immer diesen Duktus. Ist es nicht vielmehr so, dass Bildung Menschenrecht ist und da gar nicht über Kosten-Nutzen gesprochen werden sollte? Natürlich kostet Bildung auch. Das ist ja eine Binsenweisheit. Aber es ist doch zunehmend so, dass versucht worden ist, in den letzten 10 Jahren Bildung zu ökonomisieren. Immer nur Nützlichkeitskriterien zu unterlegen. Was müssen wir tun, damit wir die perfekten Arbeitnehmer für zukünftige Unternehmen auf dem Weltmarkt ausbilden? Der Einzelne, der Mensch, sein Erkenntnisinteresse, das, was auch letztendlich Spaß macht am Lernen, am Dazulernen, das ist total in den Hintergrund getreten. Oder wissenschaftliche Arbeit um der Erkenntnis willen. Und ich denke, wir müssen das ein bisschen wieder freischaufeln, weil ich glaube, das war auch bei mir im Studium so, weil es mir Spaß gemacht hat, weil ich irgendwann so richtig auch Erkenntnisinteresse entwickelt habe, weil ich eine gute Germanistin sein wollte, habe ich dann nachher auch mehr studiert, mich engagierter eingebracht. Und möglicherweise kann ich nicht alles heute gebrauchen, was ich damals gelernt habe, aber ich habe denken gelernt. Und ich meine, das ist doch, ich habe gelernt, wissenschaftlich zu arbeiten, systematisch zu arbeiten. Ich habe gelernt, mich mit anderen auszutauschen. Also Kompetenzen erworben, und die nutzen wir heute jeden Tag. Der freie Zugang zu Bildung ist ja auch eine sozialdemokratische Grundforderung seit jeher. Warum, kannst du einmal begründen, warum das gerade für Sozialdemokraten so ein zentrales Thema ist, Bildung zu ermöglichen? Ja, es war früher und ist leider in Deutschland auch heute noch so, dass ganz klar Kinder aus Akademikerfamilien, Kinder, wo die Eltern mehr Geld haben, wesentlich häufiger Abitur machen und studieren. Und das liegt nicht daran, dass die Kinder wie ich, mein Vater ist Maurer, nicht den Krebs dafür hätten, sondern dass natürlich doch eher auf Sicherheit geguckt wird, können wir uns das leisten. Und mein Bruder hat dann auch noch studiert. Das wurde dann alles schon sehr knapp bei uns zu Hause. Wir brauchen mehr Leute, die studieren, wir brauchen mehr Fachkräfte, wir brauchen aber vor allem mehr Menschen, die Spaß haben, sich selbst zu entwickeln. Das nämlich bringt ein Land voran. Das schafft Kreativität, das schafft gute Forschung, aber es schafft auch viele sehr kompetente und stabile Menschen. Und das ist genau das, worum es geht. Und deswegen bin ich sehr dafür, dass wir unsere Forderungen überall, wo Sozialdemokraten regieren, keine Hürden für Bildung, das muss ein zentrales Thema für die SPD sein. Und genau das tun wir auch. Wir machen es auch. Vom Kindergarten bis zum Uni-Abschluss soll eben Bildung frei sein. Vielen Dank.